Russendiktator Wladimir Putin singt. Ein Jugendtreffen in Moskau. Eben noch hat Putin ein paar Worte an das Publikum gerichtet. Das reagiert mit enthusiastischen Russland-Russland-Rufen. Und dann das. Ein Mädchen auf der Bühne stimmt plötzlich die russische Nationalhymne an, während Putin neben ihr steht. Dumm gelaufen für den Diktator, denn dem bleibt jetzt gar nichts anderes übrig, als mitzusingen. Fehlendes Gesangstalent überspielt Putin gekonnt. Er hält das Mikrofon einfach abwechselnd verschiedenen Teenagern vor die Nase. Und zum großen Finale setzt er dann an wie ein Rockstar und schnappt sich gleich zwei Background-Sänger. Hinter den Kulissen wirkt Putin dann schon wieder staatsmännischer als noch auf der Bühne. Umgeben von Schülern signiert er unter anderem eine Skulptur. Auf dem Jugendtreffen in Moskau geht es unter anderem um Strategien, wie man die russischen Jugendlichen an ein vollwertiges Leben in der Gesellschaft vorbereiten kann. Eine Lektion dürften die Teenager auf jeden Fall gelernt haben: nicht die Nationalhymne anstimmen, wenn der Präsident neben einem steht.